Hey Business Lady, heute gibt es einen neuen Vlog für dich. Und heute habe ich dir das Thema mitgebracht, wann ist es Zeit, etwas Neues zu beginnen? Und ich habe gestern in einer Zeitung gelesen, ich habe mir die Happiness geholt und da stand drin, dass wir loslassen müssen. Und dieses Thema begleitet mich schon sehr lange, weil ich glaube, dass ich viel von meiner Vergangenheit einfach loslassen muss. Und gerade letzte Woche hat es mich sehr beschäftigt, ob ich etwas loslasse, um dem Neuen in meinem Leben mehr Raum zu geben. Damit ist vom Prinzip her mit dem Neuen ist Voluminous gemeint und das Alte ist so ein bisschen mich von dem, was ich bisher in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, ein bisschen zu trennen, noch einen Schritt weiter und mich dadurch mehr auf das zu konzentrieren, was ich wirklich machen möchte und etwas Neues zu beginnen, wo ich mich wieder weiterentwickeln kann. Und ich finde, immer wenn wir etwas loslassen, ist einfach die Möglichkeit da, dass wir Raum schaffen für Neues. Also es muss erstmal der Platz da sein. Vielleicht hast du das schon sehr oft gemerkt, dass wenn du etwas loslässt, sei es gedanklich oder auch wirklich innerhalb von Gegenständen, dass du etwas wegschmeißt, dass dann ganz schnell auch mal wieder neue Sachen in dein Leben kommen. Manchmal ist es auch so, dass du alte Freunde loslässt oder alte Menschen, die du gekannt hast und merkst, okay, jetzt kommen neue Menschen in mein Leben. Menschen, die mich in ganz andere Richtungen ziehen. Und für mich ist im Moment wieder so eine Zeit, wo ich merke, es brodelt ziemlich stark in mir. Also ich war letzte Woche, wie gesagt, ziemlich durcheinander und musste erstmal für mich wieder Klarheit finden. Und mir ist bewusst geworden, wenn dieser Moment kommt, dass alles so ein bisschen durcheinander geht, dass alles ein bisschen ungeordnet ist. Das heißt nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar in dir. Dann solltest du überlegen, ist vielleicht irgendwas nicht mehr so, das zu mir passt. Vielleicht bist du einfach daraus gewachsen und es passt nicht mehr zu dir. Und dann ist es aus meiner Sicht Zeit, dass du sagst, okay, ich muss mir jetzt erstmal bewusst machen, worum es geht. Und dann muss ich gucken, wie kann ich das loslassen? Und wenn es nur Stückchen für Stückchen ist über einen Zeitraum, aber dass du das loslässt und guckst, okay, jetzt ist irgendwie Zeit entstanden, jetzt ist Raum entstanden oder jetzt ist Platz entstanden und jetzt kann ich da was Neues hinmachen. Was möchtest du Neues machen? Und wenn diese Idee vielleicht schon, wie bei mir, Voluminous 3 Jahre in deinem Kopf ist, dann lass das Alte los und versuch das Neue zu beginnen. Und versuch einfach diesen Weg neu zu gehen. Ja, und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, hast du vielleicht etwas, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich loslassen sollte? Vielleicht magst du es in die Kommentare schreiben oder du sagst einfach nur, dass du etwas loslassen möchtest. Und was ist das Neue, was dich bewegt, wo du vielleicht ein bisschen Angst hast, es zu verwirklichen, wo du noch so ein bisschen Scheu hast, wo du dir denkst, soll ich diesen Weg wirklich gehen oder ist es ein Risiko? Soll ich mir wirklich etwas Neues holen oder soll ich mich wirklich mal auf andere Menschen einlassen? Was willst du machen, um dein Leben zu verändern, um wieder mehr Kraft zu haben, mehr Energie, mehr Lebensfreude? Was bewegt dich zurzeit? Und schreib es mir einfach in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du immer unter die Vlogs auch schreibst, welche Themen dich gerade bewegen. Vielleicht mache ich dann dazu einen Vlog oder einen Blogbeitrag oder einen Podcast für dich. Und ja, Voluminous ist so ein bisschen der Austausch mit dir und deswegen tausch dich ruhig mit mir aus und schreib mir deine Gedanken dazu auch.